Wenn Eddies Informant nicht gelogen hat, sollte der Zugang zu Riddlers Roboterfabrik da drin sein. Die Schlüsselkarten haben natürlich die Gorillas. Sogar hinter Gittern verschwendet Eddie noch meine Zeit. Sie dürfen mich nur nicht sehen. Kinderspiel. Hat jeder seine Schlüsselkarte? Ja. Gut, nicht verlieren. Die halbe Stadt steckt im Knast. Die Jungs vom Pinguin kriegen keine Kohle. Die Jungs von Two-Face haben die ganze Nacht Banden ausgeraubt und kriegen auch nichts. Aber wir Jungs vom Riddler kriegen die Kohle. Und wie wir das werden. Gott segne Enigma und sein elektronisches Kontensystem. Jetzt tut's mir fast leid, die Streber in der Schule immer ihre Brillen fressen gelassen zu haben. Aber er wollte uns durch diese Roboter ersetzen. Ja, und das hat er jetzt davon. Wenn Enigma aus dem Knast raus ist, droht diesem Haufen primitiver Idioten wohl doch nicht mehr seine unausweichliche die Roboter halt. Wir könnten uns jetzt gleich um sie kümmern. Runtergehen und Enigmas Selbstzerstörungssequenz aktivieren. Sein Computer ist da unten. Wenn wir den hochjagen, gibt's keine Kohle. Mann, Larry! Denk doch strategisch, wenn du eine Maschine übertrumpfen willst. Besser als auf abgeworfene Futterpakete in Arkham City zu warten. Nummer 1. Sperrt alles ab! Sie dürfen mich nur nicht sehen. Kinderspiel. Hat jeder seine Schlüsselkarte? Ja. Gut. Nicht verlieren. Die halbe Stadt steckt im Knast. Die Jungs vom Pinguin kriegen keine Kohle. Die Jungs von Two-Face haben die ganze Nacht Banden ausgeraubt und kriegen auch nichts. Aber wir Jungs vom Riddler kriegen die Kohle. Und wie wir das werden. Gott segne Enigma und sein elektronisches Kontensystem. Jetzt tut's mir fast leid, die Streber in der Schule immer ihre Brillen fressen gelassen zu haben. Aber er wollte uns durch diese Roboter ersetzen. Ja, und das hat er jetzt davon. Wenn Enigma aus dem Knast raus ist, droht diesem Haufen primitiver Idioten wohl doch nicht mehr seine unausweichliche die Roboter halt. Wir könnten uns jetzt gleich um sie kümmern. Runtergehen und Enigmas Selbstzerstörungssequenz aktivieren. Sein Computer ist da unten. Wenn wir den hochjagen, gibt's keine Kohle. Mann, Larry! Nummer 1. Ist jemand gelangweilt? Ich bin es auf jeden Fall. Können doch auch nichts dafür, Mann. Die Superschurken sind schuld. Jeder will eine Roboterarmee. Aber kein Toaster hat unsere persönliche Note. Oder weiß ein Roboter etwa, wie der Riddler seinen Kakao gern trinkt? Möglich. Ja, verdammte Metallärsche. Meinst du, Catwoman hat wegen gestern auf den Riddler abgesehen? Die soll nur kommen. Das kleine Kätzchen wird bald wieder mit einem Halsband enden. Ich weiß ja nicht. Two-Face hat sich mit ihr angelegt und trägt heute noch die Narben.
ist der Ritter überhaupt an so viel Kohle gekommen? Das meiste kommt von der Börse. Niedrig ankaufen, hoch verkaufen, was? Ein echtes Genie. Ja, nein, nein. Er hat die Börse gehackt. Sagt, er sei klug genug, es legal zu machen, aber Genies bräuchten sich nicht zu beweisen. Sind Roboter eigentlich lebendig? Was? Sind Roboter lebendig? Simple Frage, Idiot. Nein, sind sie nicht. Ich glaube, das sind technisch gesehen Zombies. Was ist gestern Nacht eigentlich genau passiert? Dieser Arkham Knight-Typ? Das war der Joker. Ist nicht wahr. Doch, glaub mir. Das ist das Schlimmste, dieses elende Warten. Nummer 2. Ist jemand gelangweilt? Ich bin es auf jeden Fall. Besser als auf abgeworfene Futterpakete in Arkham City zu warten. Ist jemand gelangweilt? Ich bin es auf jeden Fall. Besser als auf abgeworfene Futterpakete in Arkham City zu warten. Und Nummer 3. Jetzt wieder zurück zum Terminus. Das ist das Schlimmste, dieses elende Warten. Du hast die Schlüssel. Komm schon, komm schon. 3 Schlüssel, wieso sind es immer 3? Na bitte. Hier ist jemand. Hier, ihr da. Haltet Ausschau, findet ihn. Na toll. Ich sollte sie ausschalten, bevor ich reingehe. Was passiert da draußen? Ist alles okay? Alles ist toll. Ich versuche nur nicht vom Möbel zu werden. Wir sollten gehen. Wer kommt mit? Ey, keiner hat gesagt, dass ich mit Feiglingen arbeite. Nicht die Nerven verlieren. Wir müssen zusammenbleiben. Sie ist hier! Da ist sie! Sie entkommt uns! Mal sehen, wie dir das gefällt. Hey, meinst du, der Typ? Da ist sie! Los! Sie ist da hoch! Hey, Jungs! Schon mal einer Katze das Fell abgezogen?
Paradies sind. Die werden uns nicht kriegen. Batman ist doch tot. Vielleicht ein Geist. Vielleicht Batmans Geist. Oh Gott. Sind alle okay? Der Bereich hier ist sauber. Ruhe bewahr. Wir schaffen das. Der Typ, der getroffen wurde, noch atmet. Wo? Hier drüben. Ich stehe Wache. Wir können ihm nicht helfen. Ihn hat erwischt. Passt besser auf. Mal sehen, wie schwer er verletzt. Ich gebe Rückendeckung. Zwei weniger. Wir leben noch, oder? Wir schaffen das. Er steht nicht mehr auf. Geht weiter. Sind wir alle noch ganz? Ich sehe hier nichts. Okay, Jungs, bleibt ruhig. Alles wird gut. Leute, hat einer Riddlers Verteidigungsplan gelesen? Ich bin doch nicht bescheuert. Das waren 80 Seiten. Nein, Mann, das war nur die Einleitung. Hey Jungs, schon mal einer Katze das Fell abgezogen? Sind alle okay? Ich
geh hier nicht! Okay, Jungs, bleibt ruhig. Alles wird gut. Wir machen dich kalt! Was? Leute, hat einer Riddlers Verteidigungsplan gelesen? Ich bin doch nicht bescheuert. Das waren 18. Gib mir Deckung. Ich sehe nach dem Verletzten. Gib dir Deckung. Sie hat noch einen erwischt. Oh nein! Ganz ruhig. Die schaffen wir. Wir können ihm nicht helfen. Ihn hat erwischt. Passt besser auf. Nimmt er denn wieder? Okay, beeil dich. Hat sie übel erwischt. Wie viele waren das jetzt? Ich komme nicht mehr mit. Zu viele, Mann. Zu viele. Er steht nicht mehr auf. Geht weiter. Ich sehe mal nach meinem. Hey, was ist dir zugestoßen? Wir alle noch ganz? Oh nein. Es hat einen erwischt. Wo bist du? Hier lang. Wird uns die Augen auskratzen, wie damals bei Tuffel.
Ich hab nicht mein Leben lang Hautkuren gemacht, um so zu enden. Nigma ist schon im Knast. Du hast gewonnen. Ich glaube, sie will ihren Preis abholen. Ist das? Ist er tot? Hierher! Sie hat noch einen erwischt. Oh nein! Ganz ruhig. Die schaffen es. Steht nicht mehr auf! Okay, so viel zu diesen Idioten. Jetzt zur Tür. Mal sehen. Schalter und Symbole. War ja klar. Wieso nie ein Schloss? Das könnte ich knacken. Irgendwas habe ich übersehen. Ich schätze... So schon mal nicht. Irgendwo hier muss es einen Hinweis geben, welche Reihenfolge die Schalter haben. Diese Symbole sind vermutlich zu mehr gut, als nur dafür meine Zeit zu verschwenden. Ich sollte mich nach mehr Hinweisen umsehen. Ich schätze, ich muss die richtige Reihenfolge herausfinden. Irgendwo hier muss es einen Hinweis geben, welche Reihenfolge die Schalter haben.
Diese Symbole sind vermutlich zu mehr gut, als nur dafür meine Zeit zu verschwenden. Ich sollte mich nach mehr Hinweisen umsehen. Oh, geschafft. Das ist offiziell mein letzter von diesen verdammten Kuhs. Du nicht im Knast? Nichts kann mich aufhalten. Bleib kurz dran. Ja, Officer Cash, ich spreche nur mit meinem Anwalt. Raus da! Ganz ruhig, Eddie. Ich erkläre dir das mal. Ich stehle all dein Geld und zerstöre alles, was du hier aufgebaut hast, okay? Nein! Diese Strategie würde vor Gericht nichts bringen. Riddler Boss, abkalt!
Rache hat bekanntlich außerordentlich glukosehaltige gustatorische Qualitäten, Mieze. Mach's gut, mein flauschiger Feind. Eddies Computer ist hinter dieser Tür. Heute ist Zahltag. Riddlerbots! Riddlerbots! Oh je. Verschlossen. Und verschlüsselt. Viel Glück! Stimmmuster akzeptiert. Willkommen, der Riddler. Nein! Danke, Eddie. Nein! Kein Deal mit dem Staatsanwalt! Eddie, im Knast brauchst du doch nicht wirklich 2,7 Millionen Dollar. Das Essen ist umsonst. Stopp! Und was willst du mit einer Roboterfabrik, während du einsitzt? Irgendeinen cleveren Ausbruch starten? Bitte, soll ich dich anflehen? Ich kann flehen. Gnade! Bitte! Schon gut, Nigma, reg dich mal ab. Leg auf. Bye-bye, Eddie. Im Gefängnis ist ein Haken, der Gorilla der Obrigkeit. Ein Taser? Glaubst du, jetzt kenne ich Angst? Ich